In FIFA 21 ist heute das neue und wahrscheinlich letzte Event Preseason gestartet. Hier erfährst du alles, was du jetzt wissen musst. Durch das Preseason-Event hast du die Möglichkeit, jetzt schon Vorteile für FIFA 22 zu erspielen. Umso aktiver du jetzt spielst, umso leichter fällt dir der Start beim nächsten FIFA. Aktuell gibt es eine Aufgabe, bei der du einen Münzenboost für FIFA 22 erspielen kannst. Dafür musst du insgesamt 5 SBCs abschließen, die alle relativ einfach sind. Heute kam die erste SBC raus, die wir dir jetzt im Hintergrund zeigen. Das etwas schwierige ist vielleicht, dass die SBCs nach 48 Stunden ablaufen. Du musst also mindestens jeden zweiten Tag online kommen, um alle SBCs machen zu können. Wie groß der Münzenboost ist, steht leider nirgendwo. Wir können uns aber gut vorstellen, dass du 5 Spiele lang 500 Münzen dazu bekommst. Insgesamt hoffen wir, dass bei diesem Event ruhig auch noch etwas heftigere Aufgaben und SBCs kommen. Starke Belohnungen wären zum Beispiel ein Draft-Token oder vielleicht sogar ein 50k-Pack. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was sich EA noch einfallen lässt. Wenn du nichts mehr zu FIFA 22 verpassen willst, dann lass gerne noch ein Abo da. Bis zum nächsten Video.